beiden vor mir bin ich kein Politiker, kein Parteimitglied. Das hat damit zu tun, dass ich mich nicht so fest für Macht interessiere und Mühe habe damit, eine Parteilinie zu folgen. Ich bin jetzt trotzdem da, weil ich der Meinung bin, dass die Abschaffung von der Meinungsfreiheit und die Abschaffung oder die schwere Gefährdung von den Grundrechten etwas ist, wo auch Nicht-Politiker interessieren. Und wenn ich mit den Politikern rede, habe ich den Eindruck, die im nächsten Jahr werden darüber entscheiden, ob die Schweiz ACTA ratifiziert oder nicht, haben leider grossenteils keine Ahnung. Und sie müssen von der Straße, von jedem Einzelnen von uns, genau und detailliert informiert werden, warum als der vorgeschlagene Staatsvertrag ein schlimmer Einschnitt in die Freiheit der Menschheit wäre. ACTA steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also Anti-Fälschungshandelsabkommen. Und es geht, wie schon der Herr Blättli gesagt hat, nicht wirklich in erster Linie um pirateske Themen, sondern es geht darum, dass man muss das sogenannte geistige Eigentum bis zum letzten verteidigen, dass Leute, die Krokodil annähern, an Hemden kleben, wirklich mehrere Jahre ins Gefängnis kommen, dass Unfallverhütungstechniken beim Autobau auf keinen Fall dürfen von den Chinesen kopiert werden, damit die weniger Unfall haben, dass Videodateien von Hollywood-Filmen nicht dürfen abgeladen und aufgeladen werden, dass patentierte Medikamente auf keinen Fall dürfen so billig hergestellt werden, wie man sie könnte herstellen, auch wenn da dabei Millionen Leute an AIDS sterben. Und wer das geistige Eigentum als einige Sache hat, der hat das Recht, den anderen zu verbieten, das zu kopieren oder eben so günstig herzustellen, wie man es könnte herstellen. Und das Verbotsmonopol bewirkt, dass man die Preise beliebig in die Höhe treiben kann, auch auf Kosten davon, dass Menschen massenweise sterben, weil niemand Kopien von patentierten Unfallverhütungssoftware machen darf oder von AIDS-Medikamenten oder von schädlingsresistentem Saatgut. Die Rechteinhaber, vor allem in den USA und in der EU, haben bisher schon sehr viel Erfolg gehabt mit der Einschüchterungspolitik. Wir sind alle so blöd, dass wir mit vorauseilendem Gehorsam sogar uns die Sachen nicht mehr getrauen, die wir noch dürfen, oder? Ich habe gerade gestern wieder in 20 Minuten gelesen, wir müssen die illegalen Downloads verbieten. Erstens ist es ja ein bisschen idiotisch, dass man etwas illegal verbietet. Zweitens sind in der Schweiz immer noch Downloads legal, und zwar jede. Selbst wenn der, der das aufgeladen hat, das illegalerweise aufgeladen hat, das Lesen von einem geklauten Buch ist nicht strafbar, das Klauen schon. Ich denke, wir sollten nicht weiter von der Pharmaindustrie und von Hollywood uns einschüchtern lassen, sondern unsere Rechte wieder maximal beanspruchen und im schlimmsten Fall die zynischen Rechteinhaber boykottieren. Es gibt sehr schöne Hemden ohne Krokodil drauf. Man hört immer wieder, dass ACTA uns vor gefälschten Medikamenten schützen soll, weil sonst irgendwelche unverantwortliche alte Herren gefälschtes Viagra kaufen und an dem Eingehen. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben schon sehr harte Gesetze gegen Brunnenvergifter und gegen Leute, die gefälschte Nahrungsmittel herstellen und gegen Leute, die andere vorsätzlich schädigen. Für das müssen wir nicht ein Abkommen eingehen, wo die Industrie von den Rechteinhabern erlaubt, ohne Umweg über die Polizei, über den Richter, direkt bei den Provider Informationen über uns einzuholen und über ihre Konkurrenten natürlich, damit sie noch besser können, Kapitalismus treiben. Es gibt ein ganz am Schluss vom Vertrag, vom ACTA, ich habe mir die Mühe gemacht, das durchzulesen und habe ein kleines oranges Flugblatt geschrieben dazu, das schrecklich seriös und trocken ist, wo dafür einzeln jeden Artikel aufzählt, wo ich der Meinung bin, dass er problematisch ist. Ganz am Schluss von ACTA ist eine ganz heisse Sache drin. Da geht es nämlich um den berühmten Acquis Communautaire. Das heisst, ACTA sagt, es wird eine Kommission eingesetzt, eine internationale Kommission,
wo das Vertragswerk laufend weiterentwickelt und dass Leute, die dem Vertragswerk heute beitreten, automatisch laufend alle weiteren Änderungen mit übernehmen, die die Kommission dann beschließt. Das heisst, selbst wenn es heute sozusagen wenig würde ändern an der Schweizer Situation, hat man dann die fremden Richter und die fremden Gesetzgeber anstelle von unseren Richter und unseren Parlamentariern gesetzt. Und da wundert es mich, dass ich da auf dem Platz so wenig Vertreter von dieser Partei gesehen habe, die sonst gegen fremde Richter ist. Beim Aushandeln von der endgültigen ACTA-Vertragsversion war das Institut für geistiges Eigentum auf Schweizer Seite dabei gewesen. Der Schweizer Botschafter hat das in einer offiziellen Unterzeichnungszeremonie in Japan schon unterschrieben. Aber das war nur fürs Fernsehen gewesen. Das ist nicht wirklich schon gültig. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Bundesrat die Unterzeichnung, die Ratifizierung des Vertrags wird dem Parlament vorlegen. Und bis, glaube ich, Mai 2013 muss das Parlament entschieden haben, ob die Schweiz dem internationalen Vertragswerk beitritt oder nicht. Ich hoffe, dass ihr alle, jeden Einzelnen, ganz viele Mails an eure Lieblingsparlamentarier schreibt,